Hallo, guten Tag. Heute machen wir eine Nudel aus Meiningsel. Der Name ist Fregula, Fregula Sarda, und ist eine Nudel, so kleine Kugel, gemacht mit Hartweizenmehl. Und machen wir eine Risottoart mit dieser Nudel, mit Siltmuscheln, Basilikum, geschält, eingelegt Sherry-Tomaten, Petersilie, Knoblauch, Orangen und Weißwein. Salz, Öl. Das ist die Zuteilen. Und anfangen jetzt mal mit der Fregula. In einen kleinen Topf. So einfach. Und ein bisschen Olivenöl. Sortieren wir. In den anderen kleinen Topf machen wir auch die Öl. Eine Knoblauch, so knapp, machen wir rein. Und öffnen wir die Siltmuschel. Jetzt für 200 Gramm Fregula habe ich gemacht ungefähr 600 Gramm Siltmuschel. Okay, jetzt können wir die Muschel kochen. Das ist perfekt für zwei Portionen. Ein bisschen hier und ein bisschen da. Decke und gehen wir weiter. Jetzt schneiden wir die Tomaten. Machen schon vier Stück rein auf die Fregula und mischen mit einem Löffel. Ah, habe ich ganz kurz was vergessen. Ich nehme auch ein bisschen Gemüsebrühe, weil es reicht nicht nur das Wasser von der Siltmuschel. Da muss man auch ein bisschen Gemüse von dazu machen. Das ist meine. Ich glaube, brauche ich ungefähr 300 Milliliter für zwei Portionen. Okay. Das Nudel muss man unbedingt kochen 10 Minuten bis 12 Minuten ungefähr. Jetzt für die halbe Zeit kochen jetzt mit dem Gemüsefond und den Rest jetzt ziehen wir die Wasser von der Siltmuschel. Und kochen weiter die Pasta mit dem anderen Wasser von der Siltmuschel. Okay, jetzt können wir auch schneiden die Petersilie. Petersiliengrat. Okay, können wir wieder putzen da ein bisschen. Ich will nur die Blätter haben. So, die Stange kann ich weg. Vielleicht ich benutze für eine Brühe, so wie die Gemüse. Da noch zwei, drei Blätter Basilikum. Okay. Dann können wir schon schneiden jetzt. Ganz fein. Oh ja. Jetzt gucken wir auch die Muschel, wie sie sind. Ah. Okay. Kann auch wieder ein bisschen schneiden. Das Rezept habe ich immer früher gemacht für zu Hause oder mit den Freunden. Kostet nicht so viel Geld. Ist einfach, brauchst du nur zwei Flamme und bist du auch schneller fertig. In früher als 20 Minuten ist alle fertig. Das ist auch gut. Für zu Hause brauche ich nicht so zu viel Zeit, so viel vorbereiten. Einfach. Okay, Petersilie sind fertig. Lassen wir auf eine Seite. Jetzt ich will machen auch noch zwei Tomaten.
da rein auf die Muschel. Da. Okay. Die Muschel muss man auch nicht so zu lange kochen. Ich brauche 3 Minuten maximal, sind fertig. Geht sehr, sehr schnell. Dann für gut machen halbiert wir alles, die Siltmuschel und ein bisschen lassen auch ohne nichts, nur die Muschel, ohne Schale. Jetzt kann auch ein bisschen Zeste von Orangen benutzen. Okay, ich glaube, das reicht. Und mischen wir mit der Petersilie. Da. Okay, die Muscheln sind fertig. Sicher. Dann lassen wir da. Für 1 Minute. Kontrollieren wir unsere Fregola. Können wir da machen. Und jetzt muss man weiter kochen, ungefähr noch 6-7 Minuten. Jetzt nehmen wir die Wasser von hier und kochen weiter unsere Fregola. Oh, yes. Jetzt, was müssen wir machen? Muss man da die Muscheln putzen und brauchen ungefähr die Zeit, um fertig die Nudeln machen. Okay? So muss man machen. So, saftig und schön. Das weg. Und das machen auf die andere Seite. Okay. So. Wenn es zu warm ist, kann auch warten 2 Minuten, 3 Minuten, ist nicht schlimm. Ist egal. Ich habe da keine Probleme, weil ich koche jeden Tag, dann ist nicht so heiß für mich. Aber natürlich zu Hause, vielleicht kann ein bisschen zu heiß sein. Okay, weiter. Manche sind auch leer, die Muscheln, ne? Aber es ist nicht schlimm, kann alle passieren, ne? Es sind Meeresfrüchte. Und muss man auch nicht lange kochen, 3-4 Minuten. Und dann zum Schluss machen wir da rein. Aber wenn ich ehrlich, die Ende. Oh. Na gut, jetzt ist auch viel Saft hier. Das muss man auch da rein machen. Alle muss man mit seinem einzigen Wasser kochen von der Siltmuschel und warten wir für die Salz reinmachen, weil die Wasser von der Muscheln ist schon salzig genug eigentlich. Muss man nur probieren, wenn es genug Salz oder nicht. Und später noch dazu machen ein bisschen Orangensaft, ganz ganz weniger Essig und Olivenöl. Das war's. Okay, jetzt sind wir fast dabei mit den Muscheln. Ich brauche noch 1 Minute ungefähr. Guck mal, wie groß ist diese. Guck mal. Guck mal, wie schön. Ah, lecker, lecker. Ja. Jetzt muss man auch immer aufpassen, muss man nicht so viel Zeit draußen lassen. Wenn machen direkt und kochen die Nudeln und die Muscheln zusammen, dann ist okay, ist da kein Problem. Aber wir lassen eine halbe Stunde so draußen, dann ist nicht mehr gut. Muss man die immer à la menu machen, ne, sagen. À la menu, ganz frisch. Oh, das ist nicht gut.
Das ist sehr gut. Okay. Fast fertig. Ich glaube nur noch ein paar Stück. Sind sehr viel. Schön aus. Ich glaube, ja, habe ich gemacht 600 Gramm und ist perfekt für die Portion. Weil wenn eine will essen, die eine Pasta mit den älteren Muscheln, muss man schon nur eine Teller essen, aber gut. Mit voll mit älteren Muscheln, eine schöne Nudel. Ja, und das reicht. Ist genug. Oh, das auch. Ne. Ich will auch das wegmachen. Okay, jetzt machen wir da rein. Machen die Knoblauch weg. Diese älteren Muscheln sind wieder da. Und jetzt kann probiert unsere Fregola. Wenn es schon gekocht ungefähr. Zwei Minuten noch. Machen wir noch ein bisschen diesen Saft. Da rein. Da. Machen die Decke. Da. Und lassen auf eine Seite. Hoppala, was ist passiert? Ein bisschen untergefallen, meine Petersilie. Aber ist kein Problem. Jetzt nehmen wir auch die Teller. Für die Pasta. Okay, heute machen wir hier. Jetzt ich mache für eine Portion, aber das ist genug für zwei. Okay. Jetzt. Muss man nicht so zu trocken sein, muss man so ungefähr wie ein Risotto bleiben. Dann nicht so flüssig und nicht so. Nicht so dick auch. Muss man warten, bis wenn die Weizengrießmehl von den Nudeln sehen alle die ganze Wasser, die Flüssigkeit. Passt dabei, eine Minute und ist fertig. Wieder draußen von die Flamme. Machen wir zu. Und jetzt kann wieder rein die Muschel machen. Fast alles, nicht alles, aber fast alles. Lasse nur ein bisschen Pastuk zum Dekorieren oben drauf. Okay, das ist der ganz groß. Jetzt machen wir rein die Petersilien mit der Orangenschale ein bisschen rein. Orangensaft, nur ein bisschen. Und ganz, ganz weniger Essig. Ganz weniger. Stopp. Jetzt muss man mischen. 20 Sekunden, 30 Sekunden, bis wenn klebt alles zusammen. Mit ein bisschen Olivenöl. Olivenöl immer dazu, nicht zum Kochen. Viel, weil dann kommt der ganze Geschmack weg von dem Olivenöl. Natürlich, ja. Riechen sehr, sehr gut. Jetzt haben wir probiert. Perfekt. Ein bisschen Salz noch dazu. Teller ist da. Ne?
Location sauber. Jetzt können wir die halbe von diesen Nudeln da reinmachen. Und ist eine Portion, 100 Gramm habe ich gemacht pro Person. So, das Rezept gibt für zwei Personen. Und reicht mal so. Okay. Den Rest lassen da, ich esse uns später. Dann noch ein bisschen Sellerie-Muscheln zum Dekorieren. Ja, und auch zum Essen, nicht nur zum Deko. Okay, 5. Sieben Orangenschale mit Petersilien, fein geschnitten, und ein bisschen Basilikum. Okay, jetzt kann ein bisschen Olivenöl oben drauf machen. Okay. Wunderbar, der ist fertig. Guten Appetit!